Hey, hallo von einem wunderschönen Ort in Andalusien, an dem ich ein Seminar zum Thema Raus aus Co-Abhängigkeit rein in Fülle mit wundervollen Menschen geben darf. Ich möchte ein paar kurze Worte sagen zu einem Thema, zu dem ich schon mal was gesagt habe, unter der Überschrift: Wie kann Paartherapie funktionieren? Geht es darum, lediglich miteinander zu reden? Geht es darum, dass wir nur viel und oft genug miteinander reden müssen, um sozusagen miteinander gehen, leben zu können, uns verstehen zu können, miteinander wachsen zu können? Ich bin ein großer Fan des Wortes, wie man vielleicht gemerkt haben kann, im Kontext dessen, was ich tue. Ich bin ein großer Fan des Wortes. Weit wichtiger als dein Wort ist allerdings die Energie, aus der du kommst. Die Schwingung, das Bewusstsein, die Perspektive, aus der heraus du redest. Sehr viele Menschen, mit denen ich arbeite, glauben, versuchen, wollen, möchten, mit dem, den sie lieben, aber mit dem Beziehung aktuell nicht funktioniert oder nicht stattfindet oder schmerzhaft stattfindet, sie glauben, sie müssten nur die richtigen Worte finden, sie müssten nur auf die richtige Art und Weise miteinander reden, damit diese Beziehung funktionieren kann. Ja, ich bin ein großer Fan des mutig, wahrhaftig, echt miteinander Redens. Allerdings erfahre ich momentan in der Ist-Situation, und die ist immer für mich die Wahrheit, die Ist-Situation, oder es ist immer die, mit der wir umgehen lernen dürfen, mit der wir arbeiten dürfen, die Ist-Situation. Ich erfahre momentan an allen Ecken und Enden, dass Menschen, egal wie viel sie mit welchen Worten auch immer miteinander reden, nicht im Sinne des Anliegens, nämlich nicht im Sinne erfüllter, gelebter, wahrhaftiger Beziehung miteinander vorwärts kommen. Warum ist das so? Und warum funktioniert nicht immer Reden? Und was ist eben weit wichtiger, als dass du mit dem anderen redest, um das es aktuell geht, wenn Reden eben nicht mehr funktioniert? Und wenn du sogar erfährst, dass Reden immer und immer wieder nur zu neuem Drama führt, um was geht's hier? Miteinander reden ist wertvoll und wichtig. Viel wichtiger ist, aus welcher Energie, aus welcher Perspektive, aus welchem Bewusstsein, aus welchem Gefühl du allerdings mit einem Zweiten redest. Wenn wir in dieser besonderen Zeit, im Jahre 2018, in dem sich alles massiv verändert und alles neu geboren wird und es eine ganz neue Perspektive, ein ganz neues Bewusstsein, ein neues Macht- und Ich-Verständnis braucht, wenn wir in diesem Zeit aus Angstidentifikation, aus ich habe nicht, ich brauche, wenn du meine Erwartungen erfüllst, kann es mir gut gehen, wenn du mich errettest aus gelebter Lüge oder aus Angstvermeidungsstrategie, dann, nur dann bist du ein Liebender. Wie gesagt, wenn du meine Erwartungen erfüllst, wenn du dein eigenes Ja zu dir hinten anstellst und nur Ja zu mir sagst, mich so nimmst, wie du bist, in all meiner Angstidentifikation, in all meinen Vermeidungsstrategien, wenn wir aus einem eigenen Bewusstsein von ich bin nicht richtig so, wie ich bin, ich muss kämpfen um Liebe, ich muss dealen, ich muss manipulieren, ich muss dich retten, dann kann es mir etwas weniger schlecht gehen. Ich muss deine Erwartungen erfüllen, beziehungsweise du bist die Ursache dafür, wie es mir gerade geht durch dein Verhalten. Ich rede nicht von körperlichen Verletzungen. Ich rede immer davon, dass wir erwarten, ein anderer müsste sich so und so verhalten, beziehungsweise beurteilen, dass das Verhalten eines anderen die Ursache für unseren Schmerz ist. Wenn wir uns in der Ego-Identität, im Ego-Bewusstsein, im Bewusstsein einer Identität, die nur einen Zweck hat, nämlich gefühlten kindlichen Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen, in dieser Identität verbal an den anderen richten. Also im Gefühl von jetzt in diesem Moment bin ich nicht richtig, jetzt in diesem Moment ist mein Leben nicht erfüllt, jetzt in diesem Augenblick geht es mir nicht gut,
Bin ich Mangel? Bin ich Angst? Bin ich eng? Fühle ich mich eng an? Aber du, wenn du das tätest, das tätest, das tätest, beziehungsweise das nicht tätest, das nicht tätest, das nicht tätest, dann wärst du von außen die Lösung meiner Gefühle, meiner inneren Probleme, meines inneren Engseins. Wenn wir aus dieser Perspektive miteinander reden, wird es nur zu einem führen. Zu Dramaerhöhung, zu Projektions-, Urteils-, Kriegserhöhung, zur Zunahme von Trennungsillusion und Widerstand. Dein Bewusstsein, dass die Veränderung des anderen, das Tun des anderen, die erfüllten Erwartungen durch den anderen notwendig sind, damit du in Liebe, Wahrheit, in ein Gefühl von Weite, von ich bin richtig, kommst, sind nicht wahr. Und sie werden auch nie wieder erfüllt werden. Denn das sind co-abhängige Beziehungen und das ist der Krieg dieser Welt. Ich setze eine Erwartung in dich, du kannst sie nicht erfüllen und dann bist du nicht mehr mein Retter, das sind die einzigen beiden Perspektiven des Ego, sondern du bist mein Zerstörer. Deshalb ist in dieser so besonderen Zeit, in der du unsagbar liebst, aber sich keine deiner Erwartungen an gelebte Beziehung erfüllt, stehst du in dieser Zeit an dem Punkt, dass du aufhören darfst, den anderen manipulieren, überzeugen, beurteilen, verurteilen, mit dem anderen kämpfen zu wollen. Wenn Reden kein gemeinsamer Kontext ist, ich bin richtig, du bist richtig, wie auch immer du lebst, wenn es nicht erfüllt ist, ist eine Vermeidungsstrategie des Fühlens deiner kindlichen Wunde. Wie auch immer ich lebe, wenn es nicht erfüllt ist, ist eine Vermeidungsstrategie meines Fühlens der kindlichen Wunde. Aber ich bin okay und du bist okay, du bist wundervoll, ich bin wundervoll. Wir lieben einander, diese Liebe ist durch nichts zerstörbar. Und ja, wir haben die Sehnsucht, diese Liebe miteinander zu leben. Wir haben sie und wir wissen, dass es wundervoll werden kann. Aber nicht im inneren Gefühl von Mangel, nicht im inneren Gefühl von Projektion, nicht im inneren Gefühl von Urteil, Kampf, Krieg, nicht im inneren Bewusstsein von Ego oder in der Identifikation mit verwundetem Kind, das einen anderen Erwachsenen ersehnt zur Rettung. In dieser Identität können wir nicht miteinander leben. Solange eure Dialoge nicht das Fundament, das dauerhafte, permanent stehende Fundament von ich liebe dich, du liebst mich, diese Liebe stelle ich nicht in Zweifel, diese Liebe ist, wird immer sein und unsere größte Sehnsucht ist, zusammen zu leben. Und jetzt ist die Frage, können unsere Gespräche, unsere Dialoge dabei dienen und helfen, dass ich mein Leben in Wahrheit ordne, dass du dein Leben in Wahrheit ordnest, dass wir durch unsere Angstvermeidungsstrategien, unsere Zweckbeziehung, unsere nicht erfüllten Berufungssituationen oder unsere nicht erfüllte Gesundheit oder unsere nicht erfüllten Finanzen jeweils selber gehen. Dienen diese Gespräche dem Zweck, dass jeder ein eigenes wahrhaftiges Leben findet, damit wir dann aus dem geschlossenen Kreis in uns, der Wahrhaftigkeit in uns, der Identität in Wahrheit und Liebe, in der Identität des Retters, Heilers, Erlösers in uns, in gemeinsame Beziehung finden können. Solange Dialoge zwischen dir und deinem Liebsten nicht die gemeinsame Basis und den gemeinsamen Kontext haben, du bist wundervoll, so wie du bist, ich bin wundervoll, so wie ich bin, wir lieben uns und können unsere Dialoge dabei helfen und unterstützen, in gelebte Beziehung zu finden, weil das unsere größte Sehnsucht ist. Was kann ich bei mir verändern? Was kannst du bei dir verändern? Beziehungsweise was sehnt sich in mir nach Annahme? Was sehnt sich in dir Annahme? Solange ihr Dialoge nicht als Spiegelübungen benutzt, ich verhalte mich so und so, aha, das führt zu dem Schmerz in dir so und so, der sich in dir nach Annahme sehnt, beziehungsweise du verhältst dich so und so, das führt zu Schmerz in mir, der sich in mir nach meiner Annahme sehnt. Solange ihr nicht bewusst aus der Schöpferperspektive, aus der Perspektive eines liebevollen Erwachsenen, wertschätzend, respektvoll, bei euch bleibend, nichts mehr vom anderen erwartend, aber den anderen durchaus als Spiegel nutzend, in Liebe seiend, miteinander redet. Lasst Dialoge sein. Jeder Dialog in Ego-Identität in du müsstest, du lebst nicht wahrhaftig, du Lügner, du Betrüger, wenn du nur, beziehungsweise weil du, fühle ich mich schlecht, aber wenn du nur, fühlte ich mich gut. Solange eure Dialoge diesen Kontext haben, Konsens haben, dieses Fundament haben, lasst Dialoge sein. Und seid euch bewusst darüber, wenn der andere mit euch in Dialog tritt,
in Vorwurfsform, in Erwartungsform, in Urteilsform, in Herabsetzungsform, in Wut, Zorn, Groll, Trennung, in Ego. Keine Antwort, kein Dialog. Kümmert euch um das Gefühl, das ihr fühlt, durch das, was der andere tut, den ihr liebt und der euch vermeintlich in seinem Verhalten herabsetzt, erniedrigt, euch Schmerz fühlen lässt. Kümmert euch um euer Gefühl und haltet den Schmerz aus und nehmt ihn liebevoll an, ohne mit ihm identifiziert zu sein. Dialog nur auf dem Fundament eines gemeinsamen Ja zu eurer Liebe, eines Ja zu dem So-Sein des anderen. Nur wenn ihr übrigens den anderen bedingungslos Ja in seinem aktuellen So-Sein annehmen könnt, könnt ihr das auch für euch selber, egal wie euer Leben gerade ist. Ansonsten macht Dialog keinen Sinn. In Erwartung nicht, in Vorwurf nicht, in Groll, Wut, Zorn, Urteil nicht, in Trennungsillusion, Ego-Identität, in du musst mein Retter sein, beziehungsweise du bist mein Zerstörer, macht verbale Kommunikation keinen Sinn. Ihr kommuniziert sowieso in jedem Augenblick miteinander. Nonverbal, über euren Solarplexus, über eure inneren Kinder. Wenn ihr also momentan Beziehungen nicht leben könnt, euch aber unlösbar in Liebe zueinander hingezogen fühlt, dann dürft ihr das einander sagen und dann dürft ihr euch dem Bedürftigen in euch zuwenden, euren inneren Kindern. Dialog macht keinen Sinn in Identität des verwundeten inneren Kindes oder des Schutzmantels, also im Ego. Im liebevollen Erwachsenen, ich liebe dich so, wie du bist, du liebst mich so, wie ich bin. Dein Schmerz möchte durch dich geheilt werden, deine Erfüllung bin nicht ich. Aber wenn wir wieder uns selbst erfüllen, wenn wir wieder die Antwort auf unseren Schmerz sind, dann können wir Liebesbeziehungen zueinander leben, physisch, was unsere große Sehnsucht ist. Und dann können wir der Welt vorleben, dass zwei Liebende miteinander gehen, ohne sich zu brauchen und trotzdem treu, achtsam, leuchtend. Wenn das euer gemeinsamer Kontext ist, dann führt Dialoge miteinander. Ansonsten lasst sie so lange sein, solange ihr das nicht könnt. Solange ihr den anderen nicht sein lassen könnt, lieben könnt, ihn nicht bewerten, beurteilen, ihn nicht herabsetzen, ihn nicht verhöhnen, nichts von ihm erwarten und ihn nicht zum Verursacher eures Schmerzes machend, lasst verbalen Dialog sein. Er ist nur Krieg. Er ist keine Liebe. Dialog miteinander unbedingt, lebenslang. Aus der Perspektive, aus dem Bewusstsein, ich liebe dich, ich liebe mich, du bist okay, ich bin okay. Was sehe ich in deinem Schmerz? Was kann ich dir ein Werkzeug geben, damit du deinen Schmerz lieben lernst und er somit sich verwandelt, verändert. Ansonsten kein Dialog. Übrigens, abschließend noch kurz, wenn ihr auf YouTube aktuell an wirklich sinnhaftem, und ich kenne weder die Betreiber persönlich noch sonst was, an wirklich sinnhafter Arbeit mit Humor und mit Lösungen, an sinnhafter Arbeit auf YouTube zum Thema Dualseelen interessiert seid, weil ich das Thema nicht mehr thematisieren werde, dann empfehle ich euch den YouTube-Kanal, ich glaube, der heißt Twin Flame Spirit und die Sprecherin heißt Yvonne. Da ist Humor, da ist Wahrheit, da ist Lösungsorientierung, da ist Liebe, da ist alles nach meinem Empfinden am rechten Fleck. Ja, man darf Werbung machen für Dinge, die funktionieren, jenseits von schwülstigem ESO-Geschwafel, jenseits von Drama, jenseits von der böse andere, jenseits von du musst nur das und das tun, jenseits von Orakel 212, was macht der andere, wann kommt er in dein Leben. Lösungsorientierte, liebevolle und Gott sei Dank endlich mal humorvolle Arbeit zum Thema des unsagbaren Geschenkes einer Dualseelenbegegnung findet ihr auf Twin Flame Spirit. Yvonne ist die Vortragende. Ich kenne nichts weiter als die Videos, die ich gesehen habe. Wenn du Interesse hast an Begleitung auf deinem Weg zurück zu dir, zurück in dein Ja zu dir, zurück in Bewusstsein, selber Bewusstsein, Heiler, Retter, Erlöser sein, nicht mehr anklagen, nicht mehr projizieren, nicht mehr urteilen, nicht mehr erwarten, sondern Liebe sein, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. Viele tausend inzwischen meiner Texte kannst du dir durchlesen auf Facebook unter Martin Uhlemann Consciousness Coaching oder einfach Martin Uhlemann. Da bin ich nicht mehr aktiv, aber alles steht noch leserlich da. Die ersten 15 Minuten eines gemeinsamen Gesprächs sind kostenfrei, um zu gucken, ob das passt. Ich begleite dich im Coaching, im Seminar, wie du möchtest. In diesem Jahr gibt es noch 5 Seminare zum Thema Raus aus Co-Abhängigkeit rein in Fülle. Eines in Mallorca, jetzt Ende September gibt es noch einen einzigen Platz von maximal 12. Und dann noch 4 überall in Deutschland. Schau auf meine Website www.martinuhlemann.de. In diesem Sinne vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen.